Hey Leute, willkommen zu Dream Quest. Ja, ihr seht richtig, das wird noch lustig. Bis jetzt haben bestimmt schon 50% der Zuschauer abgeschaltet, aber egal, ich mache trotzdem Let's Play dazu. Das Spiel hat mich einfach angesprungen und es sah ja wirklich sehr interessant aus. Ich hatte das immer mal so im Augenwinkel, habe das nicht weiter beachtet, aber jetzt hat es mich wirklich angesprungen. Ich habe da auch volle 10 Euro für hingelegt. Und das könnte durchaus ein Projekt werden, was ein bisschen länger geht. Kurz noch, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, was sonst keiner macht, da gibt es nicht ein einziges deutsches Video zu auf YouTube, ich hab mal geguckt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen, ein bisschen Unterstützung. Das ist also für mich vor allen Dingen Motivationsfaktor. Ich gehe sowieso nicht davon aus, dass das hier allzu viele Leute schauen werden. Und dass meine Zuschauerzahlen sind ja schon mal so um 40% eingebrochen. Und ich habe es trotzdem gemacht und ich mache das jetzt auch wieder, weil ich hier das mache, was ich machen will und nicht das, was die meisten Klicks bringt. So, das kurz dazu. Ich habe es jetzt selbst noch nicht gespielt. Ich habe kurz ein Video gesehen, ich habe mir die Steam-Seite angeschaut. Und im Prinzip, das ist, glaube ich, also soweit ich das mitbekommen habe, ist es das erste Spiel, was wirklich diese Kartenmechanik mitgenommen hat. Das Ganze ist im Prinzip ein Roguelike mit einem Kartensystem, wo man dann gegen Gegner Kartenkämpfe ausfechtet. Gut, wir gucken jetzt mal ganz kurz rein, wie das hier im Groben funktioniert. Ich habe mich mal ganz, ganz, ganz grob informiert. Aber wenn ihr irgendwas seht, was ich vielleicht falsch verstehe oder was ich nicht beachte, dann wäre ich doch sehr froh, wenn ihr mir einfach mal einen Kommentar da lassen würdet. Und es könnte wirklich ein Projekt werden, was schon, ja, es ist blöd, das so vorauszugreifen und zu prognostizieren oder zu schätzen, aber es könnte durchaus über 100 Videos dazu geben, das nur nebenbei. Ich bin da jedenfalls voll gehypt, was das Spiel angeht. Wir gucken mal kurz hier als erstes in den Schwierigkeitsgrad. Es gibt hier 3 Stück davon, soweit ich das mitbekommen habe, wie das Ganze, ich sag jetzt mal, ja, ich nenne es jetzt mal Metagame, funktioniert. Also, man bekommt durch bestimmte Sachen Achievement Points. Mit denen kann man im Spiel, also jetzt nicht auf Steam, sondern im Spiel Achievements auch freischalten, wenn man die anders nicht schafft und bekommt dann zum Beispiel, keine Ahnung, Punkte, noch zusätzliche Punkte dafür oder man bekommt Karten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es davon richtig viel geben. Das Problem ist hier bei Kitten, da bekommt man gar keine Achievement Points und deswegen, ja, ich glaube, ich nehme hier Grizzly. Ich nehme die Mitte. Vielleicht kann ich mich daran irgendwann mal probieren, am schwierigsten, am härtesten Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, wir lassen das erstmal. So, und hier kann man sich halt also ich habe ein Profil angelegt, seht ihr hier unten links. Achievements kann man sich anschauen und es gibt, zu Anfang hat man 4 Klassen zur Auswahl. Es gibt, glaube ich, insgesamt 14. Den Rest kann man alle, die restlichen kann man alle freischalten. Und wie ihr seht, das hier ist ein Achievement auf der ersten Ebene. Ja, wenn man Talent bekommt, dann bekommt man hier zum Freischalten, wenn man das dann schafft, 20 Punkte, 20 Achievement Points und so weiter. Es gibt hier wirklich Unmengen von dem Zeug. Also es sind schon ein paar Seiten. So, das nur nebenbei. Gut, man kann sich hier halt dann die Monster später anschauen, aber die muss man erstmal finden, den muss man erstmal begegnen. Das ist die andere Sache, Highscore gibt es, hier seht ihr die ganzen Klassen, man hat am Anfang quasi die üblichen Verdächtigen, Krieger, Zauberer, Dieb und Priester. Das Spiel gibt es nur in Englisch, was ein bisschen schade ist, aber okay, so viel Text gibt es da eh nicht und ich glaube, das kann man auch alles soweit verstehen. Wenn jetzt irgendwo ein bisschen was steht, weiß ich nicht, wenn man irgendein Gebäude sieht oder irgendein Dialog, ich werde das nicht genau übersetzen, weil das ist jetzt, also ja, es ist ein Roguelike. Die Story ist halt, ne, da mache ich mir jetzt so nicht den Kopf drum. Wir starten jetzt aber einfach mal ein neues Spiel, gucken mal rein und man hat hier halt auch immer so ein paar Sachen zu den Klassen und die haben halt auch alle, unterscheiden sich auch so ein bisschen. Nach jedem zweiten Kampf kann der Priester seine Magie benutzen, um ein zusätzliches Feld zu entdecken, um sich herum irgendwie. Und ja gut, das ist bei allen so. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, ich nehme hier erstmal die Kriegerin. Alle, nach jedem zweiten Kampf kann der Krieger oder die Kriegerin in dem Fall ihre Wut benutzen, um eine Wand zu zerstören. Das klingt jetzt nicht unbedingt,
Obwohl, das könnte schon praktisch sein, wenn man irgendwo mal Gegner umgehen muss. Gut, wir gucken uns das dann doch hier nochmal kurz an. Zauberer. Nach jedem Kampf kann der Gegner sich irgendwo hin teleportieren. Auch zu unbekannten, ja, Feldern. Gut, Zufall ist auch eine super Option. Ich bin immer ein Fan von sowas. Dieb. Nach jedem vierten Kampf kann er seinen sechsten Sinn benutzen, um einen Schatz zu finden, den sonst keiner finden würde. Gut, Krieger, ja, kann schon taktisch sehr praktisch werden später. Aber wir gucken einfach erstmal rein. Ich habe es ja, wie gesagt, auch noch nicht, selbst noch nicht gespielt. Ich habe mir noch ein bisschen was angeschaut und ich werde bestimmt noch das ein oder andere hier falsch erzählen. Katie the Mighty, alles klar. Gut. Ja, bla bla bla. Ihr könnt euch das ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ich werde das jetzt einfach mal überspringen. Das sind wir. Das Strichmännchen sieht genau aus wie die Kriegerin hier oben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir erstmal die Map, die so wunderbar schwarz oder auch grau ist. Gut, wenn wir uns bewegen, dann decken wir hier halt neue Felder auf. Hier haben wir halt den Namen, das Porträt, dann hier die Lebenspunkte. Was ist das? Das ist nur das Level. Das sind die Karten, die wir im Deck haben. Das sieht alles durchaus professionell aus. Aber ganz ehrlich, ich mag das. Also wenn man ständig Spiele sieht, die alle so hochpoliert sind mit Wow-Grafik oder was weiß ich nicht, wunderschöne Pixel-Grafik, dieser Kontrast dazu. Ich mag das. Mehr sage ich nicht zu meiner Verteidigung. So, das hier... ich glaube, das hier waren die Erfahrungspunkte. Das ist das Gold. Das hier ist das Mana. Also hätte ich das jetzt nicht gewusst, dann hätte ich hier drauf getippt, dass das wären die Erfahrungspunkte aufgrund der Sternchen. Keine Ahnung. Das ist, ja, gute Frage. Das ist hier unser Deck. Oder wie viele Karten wir im Deck frei haben. Was war denn das nochmal? Irgendwie Zeit? Wir können hier was zertrümmern, aber ich glaube, wir bewegen uns erstmal. Und gucken mal, was es hier gibt. Ah, okay, wenn man hier direkt drüber geht, wird man schon geheilt. Gut zu wissen. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt gedacht, dass man da irgendwie was aktivieren muss, aber nee. Gehen wir mal weiter. Gut, hier können wir jetzt nicht durch. Da will ich jetzt noch nicht hin, weil die Heilung werde ich wahrscheinlich später noch brauchen. Oh, toll. Ja, super, dann muss ich da ja drüber laufen. Ja, komm, dann gehe ich trotzdem mal hier lang. Da haben wir unseren ersten Gegner. Kann man den irgendwie... Ja... Akami Shaman, Level 1. Das ist doch mal ein Gegner. Kämpfen wir mal gegen den. Drücken wir hier auf Fight. Dann haben wir hier das Kampffenster. Und ja. Immer wenn wir alle Karten gespielt haben, werden die alle neu vermischt und ziehen wir wieder neu. Das kennt man ja aus dem ein oder anderen Spiel. Gut. Um die nicht alle einzeln spielen zu müssen, kann man jetzt auch einfach sagen, hier Play All. Man zieht, glaube ich, standardmäßig immer zwei Karten. Was ist das denn? Mana-Totem. Zu Beginn jedes Zuges bekommt das Mana-Totem eine Ladung. Dann bekommt man einen Mana für jede Ladung des Mana-Totems. Okay, hat nur vier Lebenspunkte. Hier oben können wir uns dann, können wir uns das gegnerische Deck anschauen? Nee, ich will nicht conceden. Nein, ich drücke jetzt einfach mal hier Play All. Gut, wir können jetzt nichts mehr machen. Wir müssen jetzt hier auf das Stundenglas klicken, damit die Runde vorbei ist. Dann ist der Gegner dran und dann ziehen wir neue Karten. Diskarden kann man die auch. Moment, was steht denn hier? Vielleicht sollte ich mir das doch mal durchlesen. Gut. Ja, nachdem wir draufgeklickt haben, ziehen wir neue Karten bis zu unserem Maximum. Gut, wenn da Maximum steht, dann wird man vielleicht auch später noch durch die ein oder andere Sache das Maximum erhöhen können. Gut, wenn wir Karten haben, die wir nicht haben wollen, dann können wir hier zu Discard ziehen und dann verschwinden die gleich wieder. Okay, alles klar, gut. Dann machen wir das doch mal. So, die können wir dann auch alle spielen. Und dann haben wir den Kampf gewonnen. So, und der Punkt, was ich jetzt auch noch nicht so gewusst hätte, ist, wir müssen auf die Schatzkiste hier oben klicken. Und das ist eine ziemlich blöde Position. Dann kriegen wir halt die Belohnung. Wir haben ein XP bekommen, sieht man jetzt hier.
Und dann gehen wir einfach mal weiter. Man kann aber nicht über dieses, über diese Ebene hinaus, oder? Ist das hier wirklich die Begrenzung von jedem Level? Gut, was haben wir hier? Hier kann man einkaufen. Gaudas Gummy Goodness. Hätten wir drei Sachen zur Auswahl. Dafür brauchen wir Gold. Aber wir haben nur zwei Gold. Und das billigste hier ist 20 Gold. Ein Schild wird es hier geben. 20% Chance, dass wir den gegnerischen Angriffen ausweichen. Gut, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Das heißt, das ist dann immer aktiv. Verstehe ich das richtig? Corrosive Slash verursacht 6 Schaden. Okay. Und Harmstring. Der Gegner wirft alle Action-Cards von seiner Hand ab und wir verursachen 3 Schaden. Ja gut, das können wir uns eh noch nicht leisten. Gucken wir erstmal weiter. Was bist du denn? Piranha. Gut, Piranha ist Level 1, der sollte auch kein Problem sein. Dann nehme ich erstmal... Moment, deal 1 damage for every 2 attack cards you play in a turn. Okay, gut, dafür braucht man dann aber... Ja, dafür müsste ich erstmal mehr haben. Und ihr seht, ja, ich habe es eben schon gesagt, es gibt Items und es gibt Karten. Das ist nochmal ein Unterschied. Spielen wir die mal alle. So, dann spielen wir die. Piranha ist erledigt. Was kriegen wir? 2 Gold, 1 Erfahrungspunkt. Jetzt haben wir Level 2 erreicht. Wir bekommen 4 Lebenspunkte und kriegen sogar noch einen Bonus. Wir können uns zwischen einem Upgrade und Gesundheit entscheiden. Also wir können 2 Karten aufwerten aus unserem Deck oder wir bekommen 6 Gesundheit. Also dieses Gain 6 Health, das bedeutet, wir bekommen die dann zusätzlich oder wie? Dann haben wir 25. Das ist jetzt keine Heilung. Ah, ich weiß nicht. Gut, das sind jetzt halt Startkarten, die aufzuwerten. Ich kann nicht einschätzen, wie stark die sind. Dafür kenne ich einfach noch zu wenig vom Spiel. Ich nehme jetzt hier einfach mal das. Genau, dann haben wir 25. Es geht doch schon mal. 4 Gold. So kann es weitergehen. Oh, eine Schatztruhe. Öffnen wir die mal. Wir können uns hier wieder... Moment, müssen wir uns dazwischen entscheiden? Ich glaube, ich nehme... Nee, ich kann das... Bekomme das alles, oder wie? Oder könnte das alles nehmen? Ich kann das... Die Sachen hier auch diskarden. Auf jeden Fall nehme ich hier noch das Gold. Die Heilung lasse ich erstmal links liegen. Bekommen wir 5 Gesundheit. Da steht jetzt zum Beispiel Heal, aber da steht auch wieder Gain. Ich komme später nochmal wieder, wenn ich es brauche. Obwohl, hier gibt es ja schon ein paar Felder, wo wir uns heilen können. Von daher... Ah, schon wieder was zum Einkaufen, aber wahrscheinlich habe ich da auch kein Gold für. Nee, das ist alles zu teuer. Und da noch was. Wahrscheinlich auch alles zu teuer. Choke. Super Bildchen, auf jeden Fall. Gefällt mir. So, Static Charge. Genau. Das wäre dann so quasi ein Zauber. Ja, wir bekommen 3 Mana, wenn wir das spielen. Und wir ziehen die nächste Mana-Karte in unser Deck. Das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil ich gehe mal davon aus, es gibt 14 Klassen und die Krieger, dann ist jetzt nicht unbedingt so, kann man nicht wirklich auf Mana spielen, oder? Würde ich mal behaupten. Kann sein, dass ich mich irre, aber wer weiß. So, gucken wir mal weiter. Wow, du siehst ja echt... Hat auf jeden Fall was. Gut, kämpfen wir mal. Hat auch noch 4 Lebenspunkte. Es sollte auch relativ schnell zu erledigen sein. Vielleicht sollte ich mir mal grundsätzlich das Deck anschauen, was wir hier überhaupt haben. Hat uns jetzt eine Karte geklaut. Digest. Der frisst uns einfach hier ein Schwert weg. Unglaublich. Nee, das war das. Gut. Play all.
Dann überlebt er jetzt nochmal einen Zug länger. So, jetzt aber. Was kriegen wir? 2 Gold, 1 Erfahrungspunkte, das kennen wir ja schon. Gut, die Smash wäre halt gut, um dann irgendwo lang zu kommen, wo man so nicht lang kommt. Die Frage ist halt, wie sehr man das braucht. Also die Gegner bewegen sich auch nicht von selbst, die bleiben einfach auf den Feldern. Wenn wir das wollen würden, könnten wir die auch einfach umgehen. Hier sehen wir, Krieger ist Level 2, Genie ist Level 4, Boss. Ich glaube, mit dem kämpfe ich erstmal nicht. Sondern wir legen uns dann doch lieber hier mit dem Krieger an. Wir sind ja auch schon Level 2. So, ich würde gerne... Ich muss nochmal gucken. Wo kann man sich denn genau hier alle Karten anschauen? Das hat auf jeden Fall schon ganz gut reingehauen. Ach so, nee, Moment. Ich muss die Equipment... Das Equipment spielen, damit es aktiv ist. Und wenn ich dann angreife mit den Karten und in dem Fall für alle 2 Karten macht das Schwert noch zusätzlich einen Schaden, oder wie darf ich das verstehen? Gucken wir mal. Die beiden müssten einen Damage machen, das wären dann 3, dann wäre der Gegner erledigt. Ja, so ganz blicke ich das noch nicht. Aber gut, das haben wir gewonnen. 6 Gold, 2 Erfahrungspunkte. Das ist doch schon mal ganz okay. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Da haben wir Monastery. Was können wir denn da machen? Forget. Damit können wir unsere Vergangenheit vergessen. Ja gut, aber was soll das denn bringen? Was ich auch noch gehört habe, viele Sachen, die kann man beim ersten Mal kostenlos benutzen, aber die werden dann mit der Zeit immer teurer, je öfter man die benutzt. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Deswegen lasse ich es. Da oben haben wir eine Riesenspinne, Level 4. Oh Gott, nee. So, Healing Pool. Das ist dann halt auch wieder, können wir untersuchen und dann hier... Können wir uns entweder für Gold heilen oder einmal kostenlos? Ich verstehe jetzt nur gerade nicht, was da der Unterschied ist. Also, naja, schon. Das eine kostet Gold, das andere nicht. Aber warum habe ich denn diese 2 Optionen? Das will mir gerade nicht so in den Sinn. So, wir gehen mal hier hin. Da können wir uns heilen. Alles klar. Nehmen wir die Sirene. Level 4 Elite. Okay. Aber ich könnte jetzt eigentlich mal... Ja, was könnte ich denn mal? Ich hole mir hier erst nochmal Heilung. So. Einmal Smash. Und wir smashen das mal weg. Da ist ein Schatz. Da kommen wir also auch so dran, ohne gegen die kämpfen zu müssen. Das ist schon mal super. Gut. Wir können 3 Lebenspunkte bekommen. 7 Gold... Nehme ich auf jeden Fall alles. Und wo ist hier bitte der Ausgang zum nächsten Level? Jetzt sag mir nicht. Der ist irgendwo... Ja gut, dich können wir ignorieren. Der muss entweder hier unten sein oder der muss da oben sein. Gut. Spinne Level 4 oder hier gegen Elite. Dann kämpfe ich doch lieber gegen die Level 4 Spinne. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube aber nicht. Ja gut. Oh, ich hoffe mal, das kriegen wir noch zumindest so ein bisschen hin. Hat schon 15 Lebenspunkte. Befürchte nur, select a card to discard. You need to discard. Oh, das ist natürlich gut. Dann kommt die Karte hier weg. Dann. So. Ja, genau. Das hatte ich befürchtet. Spinne, Riesenspinne, Gift. Das ist halt sehr unpraktisch. Ich muss die jetzt möglichst schnell erledigen. Aber ich habe jetzt auch nicht so viele Karten hier zur Auswahl.
Das wird mir hier schon einige Lebenspunkte kosten. Auf jeden Fall irgendwie Buffs oder Debuffs und Zeug sieht man halt hier über dem Charakterporträt. Beim Gegner wäre das dann hier drunter, soweit ich das verstanden habe. Spielen wir die Karten mal. Jetzt alles noch ein bisschen mager. Wir haben halt noch nicht so viel zur Verfügung. Aber ich glaube, das wird noch. Das kostet mich zu viele Lebenspunkte. Ich glaube, bin ich denn jetzt nach dem Kampf noch vergiftet? Das ist die große Frage. So, Kiste klicken, 12 Gold, 4 Erfahrungspunkte. Wir sind Level 3. Wir haben Double Strike gelernt, Kampffähigkeit, Cooldown, 2 Kämpfe. Draw a temporary copy of the next card you play. Das ist gar nicht mal so blöd, wenn man eine starke Karte hat, die viel Schaden macht, dann sieht man halt noch eine Kopie davon. So, wir müssen uns entscheiden zwischen... Und das Coole ist natürlich, jetzt mit Level Up haben wir wieder volle Lebenspunkte. Wir können hier entweder uns für Gesundheit entscheiden oder für eine zusätzliche Aktion pro Runde, was im Prinzip bedeutet, wir bekommen eine Karte mehr. Also ich nehme auf jeden Fall das dann. Aber sowas von... So, da können wir uns nochmal heilen. Oder ist das hier vielleicht der Weg zum nächsten? Nee, warum steht denn da? Bin verwirrt. Oder wir müssen alle töten. Keine Ahnung. So. Das können wir... Ja. Ich probiere das jetzt hier einfach aus. Was auch immer das bedeuten mag. Oder ich kann meine Skillpunkte neu verteilen. Das könnte natürlich auch sein. Vergessen wir mal alles. Ach so, wir können dadurch eine Karte entfernen. Okay. Das hatten die mit vergessen gemeint. Ah, verstehe. Ja, das so im Nachhinein macht das durchaus Sinn. Gut, ich glaube, wir müssen dann mal dich hier erledigen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier so direkten Ausgang gibt und man das auf einem, dass man den auf einem Feld sieht oder ob man alle Gegner erledigen muss, damit man überhaupt weiterkommt. Keine Ahnung. Aber ich muss jetzt mal hier gegen die Sirene kämpfen. Gut. Play all. Was ich jetzt nicht verstehe, wir haben doch eine Aktion mehr. Oder war das nicht so zu deuten, dass ich dann... Ach, das kann man dann aktivieren hier unten. Haben wir dann nochmal die Fähigkeiten. Dann... Ah. Ja, ich blick das noch nicht so richtig. Es bleibt halt nicht aus, wenn man das noch gar nicht gespielt hat, dass man das ein oder andere dann übersieht oder falsch versteht. Vielleicht, dass man dann noch eine Beschreibung falsch versteht. Also ein Zeug. Aber das kann mir ja egal sein. Ich lebe noch. Gut, hier steht jetzt eine 2, aber was mir das jetzt wirklich bringen soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber hey, was weiß ich schon. Ich mache jetzt auch nicht allzu viel Schaden bei ihr, weil die meinen Schaden immer blockt. Was jetzt echt ziemlich unpraktisch ist. Und ich kriege ja ständig Damage reingedrückt. Das könnte echt schwierig werden. Aber sie verliert jetzt schneller Lebenspunkte als ich. Was ist das? Leider sieht man doch, wenn man draufklickt. Monster is getting angry. Sie zieht jetzt, die Sirene wird wütend und zieht in jedem Zug eine Karte mehr. Das ist natürlich nicht so toll. Oh Gott, ich glaube... Kann schon mal mein Loch ausheben. Oh ja. Kann man eigentlich auch irgendwie aus einem Kampf fliehen? Ich könnte Concede drücken, aber dann bin ich erledigt sowieso. Aber jetzt bin ich sowieso erledigt. Von daher hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Gut,
Dann müssen wir das nächstes Mal rausfinden, ob man irgendwo so ein Feld hat, wo man dann sieht, man kann in den nächsten Level oder ob man wirklich alle ausschalten muss. Ich behaupte ja, ich glaube, man hat wirklich ein Feld, wo man weitergehen kann. So, und wie komme ich jetzt? Ah, okay. Congratulations, Monsters Killed. Punkte, Punkte, Punkte. Global High Score. Aha, Passivfähigkeiten unlocked, 1 von 18. Yay, New Achievement. Yay, das Achievement war, man musste einmal sterben. Das war echt anstrengend und schwierig. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das ein bisschen unterstützt. Vielleicht mich vielleicht abonniert oder das Video bewertet, bla bla bla. Das werde ich in Zukunft nicht mehr erzählen. Das mache ich jetzt nur noch am Anfang eines neuen Projektes, das nur nebenbei. Falls sich das hier bis zum Ende noch irgendwer anschaut, das war es erstmal wieder von mir und bis bald.